So, einen wunderschönen guten Abend. In dieser Folge geht es um die neuen Energien und es geht um die Neumondenergien. Viele von euch haben ja bereits bemerkt, dass entweder ihr Körper reagiert oder dass ihr sensitiver geworden seid. Es geht darum, dass jetzt mit dieser erdigen Energie große Innovationen auf den Erdboden ankommen. Und diese neue Sprache der Energien soll nun ins kollektive Bewusstsein eindringen, also in einer positiven Art und Weise. Es ist keine Übernahme von galaktischen Energien, sondern sie hilft uns. Ja? Die kollektive Sensitivität steigert sich. Auch bei jenen, die nicht energetisch arbeiten, ist dies auch beobachtbar und dass diese auch sensitiver werden. Es geht auch so weit, dass man bemerkt, dass viele, die sehr unbewusst durchs Leben gelaufen sind, mittlerweile auch ihr Mindset stärken, was ja nicht so mein Wort ist, aber es hilft durchaus auch, sein Mindset zu stärken und einfach einmal über ihr Leben nachdenken. Und dieses Nachdenken über sein Erleben bringt natürlich mit sich, dass man sich bewusst macht, was will ich eigentlich, wo will ich hin und was tut mir eigentlich gar nicht gut. Und diese Energie des Nachdenkens und begleitet mit einer gewissen Wutenergie, weil man nicht vorankommt, weil man manchmal auch ein bisschen feststeckt, das kommt jetzt zu diesem Neumond ganz enorm zur Vorschau. Also dieser Neumond trägt eine sehr, sehr erneuernde Energie mit sich, die sich bis auf Seelenebene breit machen wird. Und das ist die nächsten 4 Wochen, also ab dem Vollmond, auch danach, noch sehr, sehr stark spürbar. Aber es ist auch eine Energie von Kreativität, Zukunftsvisionen und im Zentrum steht gleichermaßen tatsächlich wirklich ein Big Shift von den Energien her. Also ein Big Shift bedeutet, das Alte soll nun echt gehen und das Neue soll sich verwandeln in das Wunderschöne, was wir erleben wollen in unserem Leben, wo wir die Stimme der Seele vernehmen und unsere Seele einfach vibriert und sagt, ja, genau das will ich und genau das und jetzt will ich das. Und das mit den jetzt will ich das könnte ein bisschen problematisch werden, denn da fühlt man sich dann, wenn das nicht gleich realisierbar ist, wie auf einer, als ob man im Stau stehen würde beispielsweise oder im Lift stecken würde oder als würde man jetzt eine Rolltreppe hochfahren und die bleibt auf einmal stehen. Dann geht man halt ein bisschen langsamer rauf. Also es zeigt sich im Inneren wie auch im Außen, steigern sich tatsächlich die Energien, weil wir ja alle miteinander verbunden sind und natürlich auch mit diesen kollektiven Energien wie auch mit den universellen galaktischen Energien verbunden sind. Und viele haben das bereits bemerkt, dass auf physischer Ebene sie tatsächlich Reaktionen erfahren haben. Manche haben gespürt, dass ihre Chakras zu arbeiten begonnen haben und zwar sehr intensiv pulsierend. Derzeit ist das Wurzelchakra sehr intensiv am Werk, weil es geht wirklich darum, diese ganze Energie, die neue Energie wirklich auf den Erdboden zu bringen. Und das ist gerade Thema und das ist gar nicht so einfach, weil da ist man teilweise schon hin und her gerissen zwischen den Energien. Gleichermaßen geht es aber auch darum, wirklich Heilung in den physischen Körper zu bringen und gleichermaßen auch in das physische Erleben, also in euer Erleben, in die 3D-Welt und natürlich auch betrifft das auch die globalen Energien, ja, also auf unserer Politikbühne. Und ihr werdet erkennen, dass ihr eine gewisse neue Kraft in euch entdeckt, wenn ihr genau wisst, wo ihr hin wollt, was euch wichtig ist in eurem Erleben. Und ihr werdet aber auch merken, egal was jetzt ist so im Außen, ihr könnt irgendwie die ganzen Entscheidungen, ob es jetzt Politik oder politische Entscheidungen sind oder
Entscheidungen in individueller Hinsicht, dass ihr auch gewisse Wutausbrüche nicht mehr wirklich ernst nehmen könnt. Und das ist eine gewisse Kraft, die zu euch gekommen ist in den letzten Monaten. Und diese Kraft zeigt jetzt eben, dass ihr gestärkt wurdet. Und das ist natürlich ein Kraftakt von euch selbst gewesen. Und da kann man auch ein bisschen stolz sein, dass man da vieles für sich transformiert hat. Andererseits war es natürlich auch die Hilfe von Energien, die wir so noch nicht bei uns auf den Erdboden gespürt haben, zumindest nicht so intensiv. Also ihr erkennt, welche Talente und Stärken in euch liegen und ja, und ihr befindet euch quasi in Startlöchern. Und das ist wirklich jetzt einmal so richtig zu wissen und zu fokussieren. Yes, das weiß ich, da will ich hingehen. Und Prioritäten werden auch dahingehend gesetzt, insbesondere auch was den Beruf betrifft. Viele entscheiden sich nun auch als Lichtarbeiter zu arbeiten. Viele entscheiden sich tatsächlich, sich ein bisschen weniger zu arbeiten und für sich zu entscheiden und ein bisschen mehr in die Natur zu gehen und so weiter und so fort. Das sind unterschiedliche Entscheidungen. Mit dieser Neumondenergie ist sehr auch im Fokus das Berufsleben. Ihr werdet womöglich bemerken, dass ihr bereits jetzt Vorsätze schmiedet, die auch schon so bis in das Jahr 2021 nach vorragen. Also das sind wirklich Vorsätze auch schon für das nächste Jahr. Und das ist für euch oder für manche von euch oder für viele von euch eine beschlossene Sache. Und ihr fühlt irgendwie, es führt kein Weg daran vorbei. Also, aber es ist eine positive Vorfreude auf diesen Entschluss, auf diese Priorität, die ihr da gesetzt habt. Und es geht auch in dieser Hinsicht auch um Integrität, Selbstrespekt und auch Selbstliebe kommt mehr auf den Erdboden an. Da ihr eben den Wunsch hegt, so in eurer Entschlossenheit eure neuen Prioritäten mitzuteilen, kann es sein, dass dann im Außen durchaus Gegenwind auf euch zukommt. Und ihr möchtet, oder also ihr werdet das wahrscheinlich auch dann mitteilen, anderen mitteilen, was ihr so vorhabt. Und da kann es dann sein, dass dann doch heißt, ne, bist du wahnsinnig, was machst du jetzt? Und oder dass sich wirklich auch Menschen von euch abwenden beispielsweise, das kann auch sein. Und da könnte es schon zu sehr, sehr hitzigen Diskussionen kommen. Also die hitzigen Diskussionen und die Vorwürfe, die werden wir nicht nur global spüren zwischen der Politik, sondern wir werden, oder viele werden das auch in ihrem privaten Umfeld erleben, dass es durchaus Diskussionen gibt über eigene persönliche Entscheidungen, wo man sich dann auch denkt, das ist doch meine Entscheidung, es geht dich eigentlich gar nichts an. Und dennoch wird es so sein. Ja, und aus diesem Grunde spürt man auch dieses Wurzelchakra sehr intensiv, da es tatsächlich darum geht, sich zu erden, also die Wünsche der Seele auch zu erden und auf den Erdboden zu bringen. Es wird aber auch, also was noch so ein bisschen mitschwingt in dieser Neumondenergie, ist, dass womöglich so manches Thema, das unterdrückt wurde, und zwar nicht so Kindheitsthemen, sondern so in den letzten Jahren, wo man wirklich auch diesen Wunsch gehegt hat oder auch Themen, wo man diesen Wunsch zur Seite gestellt hat und etwas anderes vorgezogen hat, weil es ja vernünftig ist beispielsweise. Es kann sein, dass das jetzt wirklich auch nach oben bricht und zwar mit einer gewissen Wucht sogar, wo man vielleicht sich sogar selbst vor sich selbst erschreckt. Ihr werdet vielleicht auch bemerken, dass vermehrt unfriedliche Wutenergie bei euren Mitmenschen sich breit macht. Ich habe das ja selbst vor kurzem selbst erlebt im Supermarkt. Doch wenn ihr eure eigene Wut tatsächlich in eine Lebenskraft umwandelt, das wirklich erkennt, dass es auch Lebenskraft ist und das in eine gewisse Kreativität und Lebenslust auch umwandelt, dann werdet ihr auch mit der Wut der anderen Menschen besser umgehen können. Ihr werdet entdecken, dass ihr dahinter blicken könnt, dass da ein gewisser Schmerz dahinter liegt, weil ihr selbst durch dieses Thema durchgegangen seid. Ja, also ihr begegnet jenen so dann
mit einer gewissen Gelassenheit, da ihr eben auf eure Ziele fokussiert seid, da ihr wisst, was ihr möchtet. Und ja, so zumindest meinen es meine Guides und ich vertraue meinen Guides ziemlich zu 100%. Also in dieser spannungsgeladenen Energie kann es dann eben auch geschehen, dass plötzlich, und zwar etwas Positives passiert, und zwar, dass plötzlich, dadurch, dass man sich für sich entschieden hat und wirklich diesen Weg gehen will, für sich seine Stimme der Seele tatsächlich jetzt mal zugelassen hat, auch wenn die Vernunft jetzt nicht so dafür gesprochen hat, dass man dann plötzlich auf einmal einen Liebespartner vor sich stehen hat. Und zwar einen, den man sich vielleicht schon längst gewünscht hat, einen Seelengefährten oder jemand, der einfach gewünscht wurde, weil man schon lange Single ist. Also in der Liebe wird auch einiges passieren, insbesondere was neue Liebespartner anbelangt. Aber es ist auch der Startschuss für die Renovierung der Finanzwelt. Da möchte ich gar nicht so viel eingehen, denn die Finanzwelt wird natürlich umgebaut. Ich sage zum Schluss noch etwas zu den neuen Energien, die zu uns kommen und welche Konsequenzen in positiver Hinsicht sie haben werden. Es zeigt sich aber auch bei Beziehungen, die schon länger miteinander verbandelt und verbunden sind, ob jetzt Jahre oder Jahrzehnte, dass tatsächlich bemerkt wird und nicht nur bemerkt, sondern es könnte wirklich zu zahlreichen Trennungen kommen, weil wenn man der Stimme der Seele lauscht und ihr wirklich tatkräftig vertraut und dann vorangeht, kann es sein, dass Beziehungen, die zwar schon lange zusammen sind und aber aus einem Grund zusammen sind, die Vernunft gleichen, also weil es gut ist für die Kinder, so dachte man, oder aus finanziellen Gründen, dann kann es tatsächlich zu Befreiungsschlägen kommen. Und ich möchte hier auch motivieren, auch selbst wenn es da mal bergab geht. Und natürlich eine jede Trennung ist nichts Schönes. Und dennoch muss man sich immer auch fokussieren darauf, dass danach durchaus dann auch was Schönes kommen kann, auch ein neuer Partner kommen kann, der dann viel besser zu einem passt. Und wenn man sich auch als Paar, also auch wenn man Kinder hat, sich eingesteht, du, wir verwehren uns eigentlich vor neuen Liebespartnern, die uns tatsächlich erfüllen könnten und das könnte ja auch unseren Kindern gut tun, wenn wir uns verstehen, auch als Patchwork. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Also im Summe geht es wieder um dich, um deine Beziehungen und darum, deine alten Glaubenssätze, die nun in Frieden gehen dürfen. Und ich glaube, dieses Wort Frieden ist auch etwas, das immer mehr Einzug erhält, insbesondere weil wir auch diese Wutenergie spüren und viele wünschen sich einfach jetzt auch einen Frieden. Und dieser Frieden wird von vielen schon sehr, sehr intensiv gelebt. Es empfiehlt sich in dieser Neumondenergie tatsächlich, insbesondere wenn man physische Phänomene hat, also zu starke Müdigkeit erlebt oder zu starke Gefühlsausbrüche erlebt, wirklich in die Natur zu gehen, in der Natur zu verweilen, viel in der Natur zu sein und wirklich sich dadurch zu erden. Alleine schon, wenn man in der Natur ist, dort zu bleiben und ein bisschen auch soziale Medien zu meiden. Ich lache deshalb, weil ich auf Facebook derzeit gesperrt wurde. Wissen aber eh schon viele, weil meine Prophezeiungen offensichtlich ins Schwarze getroffen haben. Ja, kein Problem. Es gibt ja YouTube. Und es ist auch so, dass dieses Naturverbundene ganz wesentlich ist, um auch das Wurzelchakra zu stärken und das Ganze und euer ganzes Wesen zu stärken. Ja, falls du bemerkst, dass du aufgrund deiner neuen Pläne allzu sehr in der Gedankenspirale bist, dann ist es wirklich sehr ratsam, in die Stille zu gehen. In die Stille zu gehen bedeutet auch wirklich wenn du nicht meditierst, beginne zu meditieren. Und tatsächlich dieses Thema vielleicht sogar vorab als Intention zu setzen, dann in die Stille zu gehen mit dem Atem, sich auch gerne auch in Trance versetzen und das Thema auf diese Art und Weise zu beleuchten, damit das aktive Bewusstsein, die Gedanken eben zurücktreten und das Gefühl mehr hervorgerufen werden kann. Und das werden dann tatsächlich andere Antworten sein, als wenn man sie
kurz vor dem Einschlafen nochmal durch den Kopf gehen lässt und dann wahrscheinlich erst recht nicht einschlafen kann. Also wirklich in diese Ruhe, in diese Stille zu gehen, ist in dieser Neumondphase sehr, sehr, sehr empfehlenswert, insbesondere auch, weil Heilungen in dieser Neumondphase sehr empfohlen werden, insbesondere jetzt, weil die neuen Energien bei uns sehr, sehr intensiv und sehr dicht ankommen, was eine gewisse Gewöhnungsbedürftigkeit mit sich bringt, auch bei jenen, die tatsächlich energetisch arbeiten. Und dieses energetische Arbeiten ist ja immer jetzt ein bisschen anders geworden. Also man merkt es auch bei Readings, man merkt es beim Trance-Healing geben, man merkt eigentlich rundherum, also nicht nur im physischen Erleben. Die Energien haben sich verändert und sohin werden sich auch die Techniken verändern. Ich bin froh, dass da durch mich auch im Laufe der nächsten 1,5 Jahre offenbar, ja, viel an neuen Techniken zu mir kommen wird. Das wird viel mit Farben zu tun haben, auch mit Color Healing. Weil ich da anscheinend doch eine recht große Begabung habe und ich da von meinen Mentoren auch wirklich extrem gepusht werde, dass ich das auf den Erdboden bringe. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, dass diese göttlichen Energien, diese neuen universellen Energien, diese galaktischen Energien, die derzeit bei uns sich hinzumischen, uns helfen, in der Heilung helfen, innen wie außen, mental wie seelisch und im Herzen. Da ist es tatsächlich so, dass man sich auch bewusst machen sollte, dass man Teil dieser ist und nicht getrennt. Und das kommt auch immer mehr ins kollektive Feld. Das bemerken auch sehr viele, dass sie bemerken, sie haben so etwas wie Seelengefährten, sie haben so etwas wie Seelenpartner und das darf auch gelebt werden. Zu manchen Menschen fühlt man sich einfach bewusster und schöner und intensiver hingezogen als zu anderen. Und da spricht man einfach von Seelengefährten und das ist auch gut so, dass es so etwas gibt, weil das kommt immer mehr ins Feld. Auf mich kommen immer mehr Klienten zu, die eigentlich erst erwacht sind durch die Begegnung einer Seelengefährtin, weil es sind zumeist Männer, die sehr heimlich auf mich zukommen und sagen, sie haben eine Frau getroffen, erzählen mir von den Phänomenen, die sie erlebt haben. Und für mich ist das ziemlich eindeutig dann eine Seelengefährtin, weil sie erleben eine vollkommen neue Zuneigung, sie erleben eine vollkommen neue Verbindung, sie träumen oft das Gleiche wie diese Frau, sie können telepathisch miteinander kommunizieren. Und das ist tatsächlich für mich auch das Zeichen gewesen im Laufe dieses Jahres auch, dass es sehr intensiv bei vielen auch um die Liebe gehen wird, um die Eigenliebe, um die Selbstliebe, wie auch um die partnerschaftliche Liebe, weil jetzt gerade auch eine neue Epoche anbringt. Und darüber möchte ich noch kurz etwas sagen. Und zwar, mir wurde gestern und heute auch schon wurden mir Eingebungen durchgegeben. Also ich mache ja Channelings auch, nicht nur Trance-Speaking, sondern auch normale Channelings, wo ich tief in der Trance drinnen bin und hellsichtige Bilder erhalte und prophetische Bilder. Und da zeigte sich tatsächlich, dass die Erde so etwas wie eine neue Epoche nun beginnt. Und das hat sich natürlich ein bisschen angeschlichen und das zeigt sich jetzt. Sie haben es mir so gezeigt in Bildern, dass es war so etwas wie jetzt die letzte Epoche und die hat durchaus lange gedauert. Ich würde da fast sprechen von über 100 Jahren. Und nicht ganz, also unterbrochen von dem Krieg, ja, davor war es ähnlich. Und es hat sich wieder erholt danach, aber dann war jetzt die letzten Jahrzehnte auf alle Fälle eine Epoche des Prestigewertes. Eine Epoche, wo man zeigen musste, was man kann, obwohl man es nicht kann, oder wo man zeigen musste, was man hat. Das heißt Haus, das heißt Frau, Kinder. Es waren Prestigewerte, die uns auferlegt wurden von der Gesellschaft, die uns auferlegt wurden von Hollywood, die uns auferlegt wurden, weil es ja blumig ist. Dieses Auferlegen wurde von einer kollektiven Energie dann geschürt, weil die kollektive Energie hat sich dann gebildet, dadurch, dass viele etwas wollten, was uns auferlegt wurde. Jetzt erscheint es aber so, dass viele sich fühlen, als würde die Stimme ihrer Seele erstickt worden sein.
als könnten sie nicht mehr ihrer Intuition folgen, als wüssten sie nicht oder wissen es auch nicht, was sie tatsächlich fühlen. Sie wissen nicht, was die Stimme ihrer Seele ihnen sagen möchte. Und deshalb ist dieses Bedürfnis ganz enorm da, das wieder zu finden. Das heißt, es ist so eine Art Findungsepoche, es ist eine Wissensepoche, eine neue Gesellschaft soll sich bilden. Und diese Bildung hat bereits begonnen. Es ist eine ganz andere neue Energie, die da kommt, und ich sehe das schon sehr blumig und wunderschön, denn in dieser Epoche werden Menschen viel klarer einen Fokus setzen, und zwar den Fokus auf die eigene Seelensprache, den Fokus auf die eigenen Talente und wirklich fokussiert dorthin zu gehen und jahrelang an diesem Projekt zu arbeiten, weil es einfach Spaß macht, ohne diese Ungeduld. Ohne Ungeduld, das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Man wird womöglich sogar dann zurückblicken, das habe ich gesehen, und wird sich denken, ich habe stundenlang auf gewissen sozialen Netzwerken gestöbert und Beiträge geguckt und habe komplett vergessen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich glaube, deshalb ist das Thema jetzt soziale Medien auch bei mir, damit ich das auch erkenne, weil natürlich brauche ich es auch beruflich, ist jetzt nicht für mich so schlimm und kann ich verkraften. Und dennoch zeigt es mir, wie viele Stunden oder Minuten auch am Tag ich tatsächlich dort verbracht habe. Und in diesen Minuten, weil ich habe zu viel Freizeit, kommt mir vor. Also ich, weder Instagram noch Facebook funktioniert und ich habe so viel Freizeit. Und ich nutze das wirklich kreativ und mache viele Channelings und hole eben die Botschaften für diese neuen Energien ein. Und da sehe ich jetzt viel mehr einen Mehrwert darin, die euch auch zu präsentieren. Also wir werden in ein paar Jahren zurückblicken, wir haben da echt viel zu viele Stunden damit verbracht, uns abzulenken. Und zwar von uns selbst. Und das ist schon eine gewisse Marketingstrategie auch gewesen. Seid auf Facebook, seid auf Instagram, seid überall und lasst euch von unserer Werbung überschütten, folgt einem gewissen Algorithmus und lasst euch von uns beeinflussen. Und dadurch verlieren wir natürlich den Zugang zur Stimme unserer eigenen Seele, zu unseren Bedürfnissen der Seele und dass wir eigentlich wissen, was wir tatsächlich wollen und was wir an Talenten in uns haben. Und jeder von uns hat ein Talent, das er leben soll. Also geht es natürlich auch in Richtung Fokus der Selbstliebe. Es ist also eine neue Epoche. Was soll denn so in dieser neuen Epoche kommen? Einerseits habe ich gesehen, Finanzsystem schon wieder, das nervige Thema. Irgendwie habe ich da auch gesehen, dass so etwas wie ein Tauschwert kommt. Also es ist, ich kann es nicht ganz betiteln, ich kann es nur beschreiben, was ich gesehen habe, auch im zweiten Anlauf. Es ist so etwas wie ein Tauschwert, der viel mehr bringen wird und Mehrwert bringen wird. Andererseits kann es sein, dass ein gewisses Grundeinkommen jetzt kommt. Das verbunden ist natürlich, das kommt deshalb auch, weil gewisse neue Arbeitsbedingungen kommen werden. Die Menschen verlangen nach mehr Freiheit. Ja, die Menschen fühlen sich erdrückt, die Menschen verlangen nach flexiblen Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Die Menschen verlangen aber auch nach alternativen Heilmethoden, weil natürlich ja, die Zuversicht und das Vertrauen in die Medizin ein bisschen ins Schwanken geraten ist. Auch in gewisse Pharmakonzerne wahrscheinlich auch. Grundsätzlich geht es aber darum, dass diese Rückkehr zur eigenen Sprache der Seele auch zeigt, dass das sehr gesund ist, auch für den Körper, und dass man merkt, dass es wesentlich ist, welche Fokussierung man hat, welche Gedanken man hat und dass sich das enorm auf den Körper auswirkt. Das wissen viele, das Wissen reicht aber nicht, es geht um das Fühlen. Das Fühlen dieses Wissens. Und dann kommt man in Richtung Seelensprache und Seelenbedürfnisse. Also, da kommt noch viel auf uns zu und das ist wunderschön, weil diese alternativen Heilmethoden, so wie ich das gesehen habe und gerade auch sehe, gehen dann Hand in Hand auch mit der Medizin. Natürlich ist nicht alles schlecht, was die Medizin uns bringt und oder gebracht hat. Und was noch dazu kommt, es kommen jetzt neue Technologien auf uns zu,
Ich habe das Gefühl, so wie ich das sehe, hat das etwas mit Magnetismus auch zu tun. So, ich bin jetzt nicht der Technikfreak, ich kann es nicht im Einzelnen. Ich müsste das tatsächlich intensiv channeln und müsste da wirklich intensiver eingehen. Aber da kommen irrsinnig gute Innovationen auf uns zu. Also nicht alles, was Technik ist, ist etwas Schlechtes. Man kann durchaus immer auch positive Seiten auch an der Technik finden. Wo in welchem Bereich sich einige freuen werden. Ich bin noch nicht so weit, erst im nächsten Jahr, aber das Schulsystem. Es wird so sein, dass das Homeschooling durchaus immer wieder in Anspruch genommen werden wird. Es wird aber auch so sein, dass bemerkt wird, dass die Individualität durchaus wichtig ist. Diese Individualität zu stärken, denn diese Kinder, es gibt viele Kinder, man nennt sie auch die Kinder der neuen Zeit, lassen sich nicht mehr in eine Schublade drängen. Sie möchten das nicht mehr, sie möchten einem Konstrukt nicht folgen. Das fühlt sich nicht stimmig an. Manche tun es, aber einige werden es nicht mehr tun und da wird es Reibereien geben, auch mit Eltern. Und dann kommt ein gewisses System auf uns zu, was mit Ethik auch viel zu tun hat. Ja, mit dem Umgang miteinander, untereinander, weil es natürlich auch auf der Bühne der Globalität krachen wird. Und das muss ich schon auch betonen. Es gibt natürlich werden viele Erneuerungen kommen und ich spreche jetzt nicht vom nächsten Jahr, sondern das geht noch ein bisschen weiter. Also eine neue Epoche kommt und diese Prophezeiungen können jetzt auch gesehen werden für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Manches wird sich jetzt schon manifestieren, insbesondere was das Finanzsystem betrifft, da zeigen sich die ersten Schritte, aber auch Schulsystem habe ich das Gefühl, da geht es bald voran, auch in einem gewissen Schritt. Das sind eher kleine Schritte, wir wissen, die Politik malt langsam und dementsprechend werden es kleine Schritte sein. Dennoch müssen wir uns auch bewusst sein, jegliche Erneuerung braucht manche gewisse Paukenschläge und natürlich ist es so, wenn ein altes System gehen soll, dann wehrt sich die Obrigkeit jener, die das alte System gebildet haben. Veränderung ist für niemanden leicht, auch nicht für jene, die ein altes System gebildet haben, das nicht mehr sein soll. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Paukenschläge werden folgen, Menschen werden sich wehren. Und viele Menschen wollen das Neue, wollen den Frieden und wollen endlich ankommen und weitergehen. Also, eine spannende Zeit kommt nun auf uns zu. Insbesondere auch die neuen Kommunikationsarten, was mir gezeigt wurde, auch was das Thema Telepathie betrifft. Das Thema Telepathie ist ja bei mir. Ich kann auch mit gewissen Seelengefährten auch telepathisch kommunizieren, wenn sie bereit sind dafür. Wir haben das schon mehrfach ausprobiert. Was mir jetzt auch gezeigt wurde, ist die Technik dahinter und da gibt es tatsächlich eine gewisse Technik und diese wird auch im nächsten Jahr in einen Workshop münden, weil meine ganzen Workshops sind natürlich jetzt auch nicht mehr aktuell. Da muss ich schon ganz ehrlich sein, wenn ich schon von neuen Energien spreche. Deshalb werden alle meine Workshops natürlich auch umgebaut oder komplett erneuert und gestrichen. Ja, wer da Interesse hat, kann mir gerne auch eine E-Mail schreiben oder sich einfach bei meinen Newsletter anmelden. Dann kriegt man immer wieder die News, was es so Neues gibt. Also, ich wünsche euch so viel Spaß in dieser Neumond-Energie, die natürlich sehr mit hinreißend und explosionsartig sein kann. Bleibt in eurer Gelassenheit und atmet mal tief durch, wenn ihr einem Angriff ausgesetzt seid und nehmt es vielleicht sogar als Zeichen, wenn es möglich ist. Wenn es ungerechtfertigt ist, dann einfach mal Abstand nehmen und weiterschauen, wie es für euch weitergeht. Denn es kann natürlich auch sein, dass man zu jemandem mal sagen kann oder sollte, es ist dein Thema und nicht meines. So, demgemäß habt eine schöne, schöne Neumondzeit und wir sehen uns wahrscheinlich. Zum Vollmond wollte ich jetzt sagen, aber nein, ich glaube, ich werde noch ein paar andere Videos davor machen. Bitte schreibt es mir gerne Kommentare. Ich gehe gerne auch auf Fragen ein, gerne dann auch mit Videos. Ciao!